Hallihallo Leute, hier ist mal wieder Kurasu, wir sind vom Fallout 76 zurück. So, ja, wo starten wir denn hier? Ist unsere Waffe wieder gezückt und nachgeladen. Wir sind wieder in den Süden. Ich habe schon länger nicht gespielt, ich gebe es zu. Event, nee. Genau. Erst wollte ich hier mich mit seiner Forschung vertraut machen. Genau, da waren wir stehen geblieben. Was? Starlight-Kriecher. Starlight-Bären. Nee. Eine Ghoul-Horde. Nee, verbrannte sogar. Na super. Ich bin der Ansicht, sie haben mich bemerkt. Hä? Oder auch nicht? Na komm, wir schnappen sie uns. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ach, Mann. Ich habe das Gefühl, sie haben jemanden bemerkt, nur mich nicht. Oder? Doch, jetzt mich. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Was geht mit der Anzeige gerade? Hallo? Mit der Anzeige gerade. Hallo? Was war das? Wo gehst du hin? Keine Ahnung, was es gerade mit der Anzeige war, aber es war echt irritierend. Kopfschuss. So. War das jetzt, weil wir überladen sind, oder? Das war gerade echt seltsam. Beängstigend seltsam. Nicht einfach nur seltsam, sondern beängstigend seltsam. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Ah, da ist es doch. Hier wollten wir doch hin. Na denn, rein mit uns. Da werden wahrscheinlich wieder einige Gegner auf uns warten. Ich würde uns als, bereit definieren, nicht vorbereitet, aber bereit. So. Ja, das mit der Anzeige war gerade echt seltsam. Ich kann mir vorstellen, weil ich überladen bin. Ich glaube, jetzt das Symbol dort unten zu sehen. Jetzt wollte ich den erwischen, bevor er mich erwischt. Okay. Hi. Das war jetzt kein so gutes Versteck, du, ne? Ah, der war jetzt so schnell weg. Jetzt habe ich ihn. Okay. Das ist wieder wie in der Schule. Weil diese verbrannt, man hört die nur überall stöhnen. Ich weiß aber wieder nicht, wo die sich rumtreiben, ne? Das ist schon ein bisschen eklig. Rohrzange. Ne, da ist einer. Da hinten sind zwei. Ist, achso, Level 6 deswegen. Shake that booty! Okay. Kann man mal machen. Nimm die Stimpacks. Nein. Nein. Wenn ich Nein sage, dann heißt das Nein. Okay? Okay. So. Playroom brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was hast du so? Munition, die nehmen wir gerne mit. Da hat man doch schon wieder einen. Dann such mal. Immer so hin und her huschen müssen. Können nicht mal irgendwo stehen bleiben?
So wie der gerade. Und dann muss ich natürlich daneben schießen. Das war jetzt klar. Soll ich da jetzt wieder rausgehen? Hey, bin ich vielleicht jetzt doch im falschen Gebäude? Das Geräusch kann ich auch. Ja. Nicht richtig erwischt. So. Nu haben wir ihn. Tür zu. Das war jetzt nicht unbedingt unauffällig, ne? Hallo, liebe Doktoren. Regenzglas brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, schmutziges Wasser. Ah, ja, super. Ein paar leuchtende Pilze, ein bisschen Psycho. Ich höre schon wieder Gestöhne und Schritte. Als Akten brauchen wir jetzt nicht, glaube ich. Buh! Nein, doch nicht. Buh? Nein, immer noch nicht. Man hört dich überall, aber... Ja gut, nee. Ich meine mal, er hat es versucht. So tun, als wäre einer der, die dich bewegen können. Na, au. Tot, ja, du gleich tot. Hier. So, tot. So, die Vitrine. Ja. Ich glaube, von da brauchen wir jetzt nicht unbedingt was. Da oben ist ein Wackelkopf. Den sehe ich doch direkt. Wie komme ich da hin? Ich muss noch weiter hoch. Ich weiß noch nicht wie. Aber ich muss. Wobei hier die Wackelköpfe nicht mehr so besonders sind, leider. Ja. Splittergranate. Nehmen wir da mit. Es schmerzt. Oh, da nimm mal ein Ibu, du. Hilft vielleicht. Sieht jetzt auch nicht unbedingt gesund aus, wenn ich ehrlich bin. Also gestohlene Vorräte. Lorraine, es war eine kluge Entscheidung von dir, dass ich die Inventarliste für den Schrank mit den verschreibungspflichtigen Medikamenten anlegen soll. Wie sich herausstellt, fehlen uns 3 Schachten Schmerzmittel. Ich bin mir nicht sicher, wer der Dieb ist, aber wir können es uns nicht leisten, noch mehr Vorräte zu verlieren. Ich werde den Code zu 011986 ändern. Vergiss nicht, diese Nachricht zu vernichten, nachdem du die Nummer eingeprägt hast. Das nehmen wir mal mit. Einen Drucker brauchen wir jetzt nicht. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Wie komme ich darüber? Wahrscheinlich nur von ganz oben. Ist die Frage, wie komme ich ganz oben hin? Oder soll ich doch wagen, hier zu springen? Ah, okay. Was bist du denn? Wissenschaftswackelpuppe. Man sollte stets bereit sein, das Wie und das Warum zu erklären. Und den Rest konnte ich jetzt nicht lesen. Ausgezeichnet. So, und dann können wir einfach hier rüber. Gell? Ja.
Genau, und dann sind wir hier über die Treppe, wo wir schon mal waren. Hier ist der... Ist ja okay, Beatmungsgerät. Muss ja nicht gleich hier abtanzen, ey. Ah ja, hier ist der Typ. Also der Rest vom Typen. Da haben wir ein Holoband. Mal sehen, was passiert, wenn ich Wiedergabe drücke. Es klappt. Hier spricht Maria Chavez. Wieder hier bei AVR Medical zu sein, weckt Erinnerungen. Meine Mutter hat hier jahrelang als Krankenschwester gearbeitet. Als ich noch ein Kind war, damals vor dem Krieg, war ich tagelang krank. Der Versorgungsengpass hatte den Preis für Medizin in für uns unerschwingliche Höhen getrieben. Zum Glück für uns war meine Mutter nicht nur Krankenschwester, sondern hatte auch einen grünen Daumen. In unserem Garten wuchsen alle möglichen Kräuter und Blumen. Sie hat mich immer mit selbstgemachten Kräuterheilmitteln behandelt. Heutzutage grassieren überall Krankheiten. Es gibt zahllose Viren und bakterielle Infektionen. Wir brauchen eine Möglichkeit, sie zu bekämpfen. Ich hatte gehofft, hier etwas zu finden, womit wir all die kranken und verletzten Flüchtlinge am Flughafen behandeln können. Leider haben wohl andere die Anlage schon komplett leergeräumt. Nachdem ich also in diesem unheimlichen, verlassenen Krankenhaus kein Glück hatte, versuche ich es nun mit der Weisheit meiner Mutter. Ich habe einige Kräutertee-Rezepte zusammengestellt, mit denen man die Symptome der häufigsten Krankheiten lindern kann. Das ist zwar keine Heilung, aber immerhin ein Anfang. Also, das wäre es wohl erstmal. Es ist wohl Zeit, ein paar Blumen pflücken zu gehen. Okay. Was haben wir hier oben? Hm. Oh, Heilmittel nehmen wir auch mit. So richtig durchsehen, wo, wie, was, wann ich war, tue ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber was soll's. Ich glaube, Scheren brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. So, dann gehen wir raus. Das wollen wir nicht im Moment. Scheinbar die Kantine der Anlage. Hier in der Küche machen wir schon. Ich muss hier 7 Meter runter. Wirkt so, als müsste ich hier hin. Ich bin mutig. Hui! Hier ist Strahlung, vorsichtig. Okay, das wäre der eigentliche Weg wahrscheinlich runter gewesen. Oh, ein Steak, das nehmen wir doch gerne mit. So, Heilmittel, Wunderpuppen. Ah, wen haben wir denn da? Okay. Ah, da steht doch was? Oder? Nee. Hm. Hm. Laborstation brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann schauen wir mal nach den Unterlagen, den wir hier ja gesucht haben. So. Übersicht Impfprojekt. Genau. Ziel. Ein Impfstoff gegen die App gut veränderten Effekt entwickeln, der als Verbranntenseuche bekannt ist. Methode. Blutproben aus 3 Testkreaturen nehmen, die sich als erheblich resistenter gegen den verbrannten Mutageneffekt erwiesen haben. Blutproben analysieren, um synthetischen Antikörper zu erschaffen. Testkandidat wilder Ghoul, Maulwurfsratte Wolf. Nachtragprojekt verzögert sich, bis ein Ersatz für die
Typ T-Sicherung gefunden wurde. Antrag auf Ersatzteil beim. Hallo? Ich kann hier scheinbar nicht scrollen. Okay. Projekttagebuch. Zu spät, ich habe versagt. Per Funk habe ich gerade Maria gesprochen. Sie meint, sie hätten noch viele Bandbisschen. Blutproben analysieren. Fehler. Es wurden nicht alle benötigten Blutproben in die Zentrifuge eingefügt. Bitte platzieren Sie Proben in die Zentrifuge. Okay. Vor mir besser als heilen. Find a way in the Greg's Mind Supply. Was? Hä? Ach so. Ah, jetzt muss ich einzelne Proben finden. Okay. Aber. Oh, wie viele Teile wir sind. Ja, was hat das? Besorge. Ach, da muss ich die Sicherung holen. Da waren wir ja schon, Greg's Mind Supply. Das ist ja praktisch, da können wir dann schnell reisen. Aber vorher brauche ich eher die Blutproben. Also sind wir hier erstmal schon ganz gut aufgehoben. So. Okay, Blutproben sammeln und eine Typ-T-Sicherung. So, der Ausgang war weiter oben. Nein, raus mit uns. So, ja, ich weiß nicht. Was machen wir zuerst? Würde ja sagen, Blutproben sammeln. Wobei unser Levelaufstieg, dem sollten wir auch mal verteilen. Fällt mir gerade auf. Ist ja Level 13 geworden, glaube ich. Ja, 13 steht ja da bei Ladebildschirm. Das war da mal schauen, dass wir den Levelaufstieg machen. Wäre ganz praktisch. So. Na komm schon, Ladebildschirm. Bist zwar wunderhübsch, ja. Aber wir würden gerne auch andere Sachen sehen. Danke. So, ich hoffe, jetzt ist hier nicht gleich irgendwas wieder am mich angreifen. Scheinbar nicht. Sehr schön. Dann machen wir den Levelaufstieg. So, ich würde gerne wieder vor zur Stärke. Prügler, Schläger, Schläge mit nein. Zwei Waffen nein. Ein Waffen nein. Schockgeschenke wegen weniger. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Rufflinte, Rüstung wiegt weniger. Oh. Rüstung wiegt weniger. Das ist auch nicht schlecht. Das nehmen wir. Dann können wir direkt dich ausrüsten. Ein Punkt ungenutzt von Stärke. Aha. Waffenlose Angriffe machen wir eh nicht. Also von daher lassen wir das erstmal so. Ja. Bleibt halt ein Punkt erstmal ungenutzt. Ist ja nicht schlimm. So, dann schaue ich mal. Was ist denn hier jetzt erstmal am besten das hinter mir? Das heißt einmal dorthin. Genau. Und hier nimm Blutprobe einer Maulwurfsratte.